So, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu Skyrim Dragonborn. Ich bin der Axel, das ist die Serana, und wie ihr seht, hat sich ja einiges verändert. In der letzten Folge habe ich irgendwo da oben aufgehört, aber ich habe mir einen kleinen Spaß gemacht und bin nochmal zurückgegangen nach Himmelsrand. Oh, da fehlt eine Waffe. Da ist sie. Auf jeden Fall habe ich mal hier so ein paar andere Waffen ausgeschmiedet, weil ich nämlich Angst habe vor diesem seltsamen, komischen Kackdrachen, der da rumeiert. Also habe ich mir ein lustiges Schwertchen hierher gezaubert. Nee, ich habe nicht gezaubert, ich habe es getan gemacht. Hua, hua, hua. Ich bin super Samurai. Auf jeden Fall, wenn das geladen ist. Habe ich eigentlich hier noch Sehenscheine? Ist egal. Waffen, ich zeig die euch mal. Drachenfluch auf legendär mit ein bisschen hochgepowert. Also vorher hat ja hier Streitkämpfe mal ein paar, Schaden 103. Jetzt Drachenflug 143 und natürlich, was wichtig ist, 40 Punkte zu den Schaden bei Drachen. 10 Punkte Blitzschaden bei anderen Dingen. Sehr schön. So soll das ist. Und jetzt muss ich erstmal wieder den Weg hier hochfinden, weil wir haben ja immer noch hier ein Schweinchen zu füttern. Habe ich eigentlich mittlerweile hier Fleisch? Wartet mal, einen Moment. Essen. Wildbrett. Muss reichen. So, ich muss da hoch, bitteschön. Was habe ich eigentlich für einen Zauber drauf? Einen Moment mal. Wupp. Das war nix. Ach, Toni, alter Junge. Ja, wir sind ja schon oben. Da ist Mr. Keilermann, den wir für die Ricklinge holen sollen. Na komm, Bursche, ich habe auch was Leckeres. Wildbrett. Das stieg. Und jetzt muss ich hier quer drüber. Ja, da hinten ist die Methalle. Ich renne quer drüber. Das Eis wird mich schon halten. So schwer sind wir ja nicht. Ich habe extra meine leichte Rüstung heute angezogen. Schwuppdiwupp. Und dann schauen wir mal, was die Rieglinge hier so für uns haben. Ach, da hinten muss ich hin. Alles klar. So. Schweinchen. Komm, 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 komm. Sprichmiedhäuptling. Dicke Schwein. Da ist mein Zornmann gerade kollabiert. Treffig dich auch. Wer schnauft denn hier so wie so ein wilder Affe? Hier? Hallo. Ja, ja, laber, laber. Jo, Junge, was soll's? Stamm vermisst, Rotgras, brauchen für Göttersprechtanz. Ihr bringt Rotgras, wir tanzen. Das ist ein Rotgras. Hier, wie das geht, bringt zwei Hände. Rotgras, sein Freund von Stamm. Bringt den Häuptling 10 Supoli. Na gut, da ich hier schon sammle wie so ein Arsch. Ich hab eure Supulus. Gutes Rotgras, wir später verbrennen. Jetzt letzte Aufgabe. Und dann Hai werden, wa? Ihr Säcke. Zu Stamm gehören. Alter, was macht der da hinten im Hintergrund? Das gibt's doch nicht. Böse Nord, sagen Tirs gehört ihnen. Leben am Wasser, ärgern Stamm. Wir kämpfen, ihr stark, ihr helft. Keine bösen Nord mehr. Nee, was? Böse Leute, sie kommen, kämpfen gegen uns. Jetzt wir zurück, kämpfen. Wir wissen, komm. Kämpfen! Wir warten! Aber ihr, kommt kämpfen! Krabba! Krabba! Nimm am Angriff teil! Das ist jetzt automatisch? Ist das jetzt automatisch gestartet? Das will ich doch ja nicht! Ich wollte erstmal gucken, was die dort dazu labern haben! Ist ja sehr mysteriös! Gut! Nord. Ich
Ich bin ja doch schon mal einer Gruppe Nord begegnet, oder nicht? Was läufst du hier rum? Seid ihr hier, um euch über... Was hier los ist? Ja. Wir wurden aus unserem Zuhause geworfen. Die Miethalle, da oben auf dem Hügel. Wir wurden... Ein paar Reglinge haben sie eingenommen. Weiter? Durch Hartnäckigkeit und ihre schiere Anzahl. Dass wir es uns da oben etwas zu gemütlich gemacht hatten, war auch nicht gerade hilfreich. Na, ihr seid ja ein paar Trollos. Zu viele Geschichten. Zu wenige Schlachten. Ja. Bietet ihr mir etwa eure Hilfe an? Ein Na, wenig frisches Blut sollte genügen, um die Kampfeslust in diesen Faulpelzen wieder zu wecken. Was heißt denn hier Blut? Hier. Dann lasst uns losgehen. Naja, scheitert der Häuptling der Methalle. Wo rennt die denn jetzt hin? Die Methalle ist doch da oben. Also, wo ist die Methalle? Da hinten. Ja. Frisches Blut. Na, dann gucken wir mal, was die da unten so treiben. Ich bin jetzt mal echt gespannt. Das war ja jetzt klar, dass hier die Methalle da abkackt. Haha, nach ja, ein bisschen Schnickschnack eingesammelt zwischendurch. So, jetzt unterhalten wir uns endlich mal hier mit den Nord, die hier rumgeistern. Mahlzeit, ich bin der Neue. Hallo, Tag schön. Wie geht's euch? Was macht ihr so? Und wie jetzt? Ja, dieses Lager ist klein, aber es ist alles länger, als es mir lieb ist. So, ja. So würde ich es nicht nennen. Wir wurden nur von einer kleinen Plage heimgesucht. Das ist alles. Wir schnappen hier unten nur kurz Luft. Sobald ich die anderen wieder dazu bringe, sich in Bewegung zu setzen, stürmen wir erneut die Halle. So, was für eine Plage. Reglinge, ihr seid doch auf dem Weg hier herunter an der Halle vorbeigekommen. Jupp, nun, das stimmt. Darin muss es geradezu von ihnen wimmeln. Wir sind nur vorübergehend hier, um uns neu zu formieren. Und weiter, weiter? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß, kann ich jetzt hier irgendwas starten? Ich muss zurück zu meinem Amboss. Ja, ist ja okay. Wo sind denn die anderen hier alle? Dieser Fremdling hat mehr Feuer als ihr alle zusammen. Vorsichtig! Und schon hat er sich freiwillig gemeldet. Ich möchte nicht, dass irgendein Wanderer meinen Geist in den Schatten stellt. Also gehen wir hinauf und töten ein paar Reglinge. Hey, wo kommst du denn her? So, die Zurückeroberung von Dirsk. Na, das kriegen wir doch auch hin hier. Ich renn mal hier vor. Die Deppen kommen ja gleich nach. Und dann metzeln wir die mal hier gnadenlos nieder. Diese kleinen Drecksäcke. Kommt hier auch? Serana. Serana ist die Gute. Die ist hier hammermäßig cool drauf. Ja. Töte die Reglinge. Na, für die Reglinge, da werde ich wohl... Na, komm her. Bloß diese komische kleine Waffe brauchen. Hallo. Ah, da sind sie. Komm mal her. So, 1 von 17, na, Prost Mahlzeit hier. Komm schon hier, es geht doch am laufenden Band immer rumhauen auf die kleinen Gnome. Komm, du auch noch. Jetzt auch noch ein paar. Wir metzeln sie nieder hier, knallhart. Was ist das? Wo sind die anderen Säcke? 8 von 17, das ist hier Dingensbummens. Aber wenn sie alle reingehen, dann gehen wir auch mal rein. Da müssten ja die anderen Säcke hier rumeiern. Wo seid ihr? So. Komm, weil es so viel Spaß macht, mach ich nebenbei mal den hier. Das ist ein Häufling! Ja, was denn noch? Was hat denn der hier mit? Becher! Läuft der hier mit Becher rum? Da komm ich auch nicht hinterher mit Zählen auf. Erheiternd. Wie fühlt ihr euch?
Ach du. Das freut mich. Das ist genau die Einstellung, die ich von meiner rechten Hand erwarte. Wollt ihr mit mir mitkommen? Na, aber... wohin geht ihr? Das wäre mal zu... Zu Rotmunds Hügelgrab. Ich brauche erneut seinen Segen, bevor wir uns hier niederlassen können. Ich brauche einen Zeugen und... Nun, ihr seht ja, mit welchen Horkerhirnen ich mich hier herumschlagen muss. Der schubst sich da hinten immer. Ja, ja, es wäre mir eine Ehre. Dann lasst uns keine Zeit mit Reden verschwenden. So, triff dich mit Beurer am Rotmanns Hügelgrab. Was? Mein Knochenmann ist zerfallen. Was habt ihr Sekte eigentlich hier alle mit? Ein Hahn. Wofür braucht der einen Hahn? Was ist das? Goldschale. Komm, kleine Heilung, nehmen wir mal mit. Wer ist hier zerfallen? Das ist doch meiner, oder? Hammer. Ich hab eh erst alles abgelegt. War ja mal kurz drüben wieder in den Himmelsrand und hab mir den ganzen Scheiß da hingelegt und abgeholt. Wo ist die jetzt hin, die gelaufen? Da hinten krabbelt sie. Seh ich sie? Nö. Geht das hier lang? Ich bin verwirrt. Ich renne mal hier hoch. Oh, schön. Guck mal hier. Frische Luft, weite Sicht. Mehr oder weniger. Wollen wir den hier noch auch gleich machen? Habe ich den richtigen Schrei ausgerüstet? Ran! War's das? War's nicht? Was habe ich überhaupt für einen Schrei ausgerüstet? Halt, falsche Seite. Ich weiß, neues Inventar könnte ich auch mal machen. Was war denn das? Ach, Tierfreundschaft habe ich. Nee, da, ja. Willen beugen muss es sein. Es dauert das wohl so ewig, bis das hier fertig ist. Guck mal hier, die kleinen Kackrieglinge. Aufs Maul. Wir arbeiten die da dran. Flupp, Birne ab. Wird jetzt hier mein Schrei endlich mal wieder fertig oder nicht? Wo muss ich denn da hin? Da oben hin bestimmt. Na komm schon, Lattiau. Ihr seht da oben diesen Balken. Wenn der wieder komplett weiß ist, nur die blauen Spitzen zu sehen. Ja, ist gut. Ich weiß, es ist nur nichts. Jetzt. So. Da bröckelt das Gestein, du. Und hier muss doch gleich wieder so ein verkackter Sucher kommen, richtig? So, Schreie und dann... Nee, brauchen wir gar nicht. Dafür brauche ich aber... ja, Beschwörung. Schutzgeist? Nee, noch ein Mannequin. Da ist er. Da kann er mal schön draufhauen. Ich gehe unter. Ich gehe unter. Nein, gehe ich nicht. Na, was hältst du denn aus hier? Tirana, wo bist du eigentlich, du kleine dumme Tussi? Tirana? Ich bin alles nur alleine. Alles muss man hier alleine machen. Na, das gleiche habe ich. So, down. Tong. Läutere den Tierstein, aber schön Kohle hat er mit der Penner. So, Knochi, der jetzt auch gut, alles klar. So, Tirana, die ist bestimmt mit zu der Tussi in hier rein, das gibt's doch nicht. So, Tempel von Mirak. Da ruckelt das Spiel ein bisschen. Blödes Spiel ist nicht so schön. Dann ist es um diese Welt geschehen. Ja, ist ja... Ich häng hier in seinem Tempel. Alter, warum laberst du denn so laut? Hier in seinem Kapuff. So, meine Freunde. Schaffen wir das jetzt endlich mal noch hier hoch? Ich will hier rüber. Nimm mich durch. Da unten hin? Alles klar, kriegen wir hin. Schwupp. Da ist ja irgendwas los. Kann ich da reinspringen? Weiß ich nicht. Ich komm hier nicht weg. Ich will. Ach, jetzt falle ich auch noch ins Wasser hier. Das gibt's doch nicht.
Ein Werbär! Oh, komm hier. Ich versuch's mal. Na. Guck mal eins. Noch mehr Werbär. Oh Gott, gut. Komm her. Ein Werbär. Hat irgendwie was von Mannbärschwein. Ist jetzt endlich hier mein Serana-Mischstück auch da? So. Da ist sie. Hey Mädel, alles fit? Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ach, muss ich gar nicht hier runter oder was? Schauen wir doch mal hier nach oben. Ich will ja! Alles klar, klappt. Kann ich nur um Stunden handeln, bis wir da sind. Trotti! Alter Junge! Schön. So. Da ist noch irgendwas. Was ist denn da unten? Ach, noch mehr Trolleys. Aber ich muss eh hier irgendwo hin. Ich bin ganz in der Nähe. Komm mal her. Der Schlitter, der hat voll die Eisbottie hier. Komm, aufs Maul. Bleib hier. Trollfett, ah, okay. Trollfett, nehmen wir mit. Trollfett, nehmen wir mit. Ich höre sie doch schon. Die alten Megazi hier. So, hier lang, da lang, da steht sie. Hogmunds Hügelgrab. Seid ihr bereit hineinzugehen? Na, aber. Ganz einfach. Rotmunds Axt ist da drinnen bei ihm. Der Geist desjenigen, der sie zu erlangen versucht, wird von Rotmund selbst gerichtet. Oh. Wir werden gegen seinen Geist kämpfen? Nein, nichts dergleichen. Er braucht keinen Kampf, um uns zu kennen. Er hat schon immer über Tirsk gewacht und uns aus dem Jenseits beobachtet. Und da er mich bereits als würdig erachtet hatte, muss ich ihn nur daran erinnern, warum er mich das letzte Mal gesegnet hat. Ihr müsst wirklich nur zusehen. Oh, also, das ist kein Problem. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden. Kommuniziere mit Hortmunds Geist. Na, episch. Episch langer Ladebildschirm wollte ich gerade schon wieder ausrufen. Da ist ruhig hier. Hier lang? Was drehst du dich jetzt um? Ja, bewach uns mal. Halten uns mal den Rücken frei. Hui. Ach, guck mal. Jetzt lässt sich das Wasser ab, wenn ich hier durchtaucht bin, oder was? Ich glaube, mich hack's ja wohl. So, Trulli kommt auch. Knack. Und wie es weitergeht, liebe Leute, ich habe nämlich meine Uhr nicht gestellt. Ich glaube, wir kommen hier ungefähr hin. Das erfahrt ihr in der nächsten spannenden Geschichte von Skyrim Dragonborn. Also, liebe Leute, haut rein. Bis dann. Tschüss.